Am heutigen US-Feiertag scheint eigentlich alles ruhig zu sein, aber dieser Eindruck täuscht, denn in Wahrheit fliegen jetzt die Fetzen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Dass die Fetzen fliegen, das hängt einerseits mit der EU-Wahl zusammen oder mit der Europawahl genauer gesagt, aber auch andernorts. Da bricht einiges auf. Fangen wir mal mit der Europawahl an. Da haben wir die Situation, dass etwa Nebenbaustelle, ich weiß, aber dass in Griechenland die Märkte so stark, die Aktienmärkte so stark hossieren wie seit 2016 nicht mehr, nachdem Syriza die Wahl doch deutlich verloren hat und Tsipras Neuwahlen angekündigt hat. Dann, und das ist natürlich für Europa entscheidend, da gibt es neuen Zoff zwischen der EU und Italien. Salvini, der mit seiner Lega Nord diese Wahl ganz, ganz klar gewonnen hat, etwa ein Drittel der Stimmen hat vereinnahmen können, hat sich heute geäußert, hat gesagt, ja, diese alten Defizitregeln, die sind alt und veraltet, da muss jetzt mal was Neues her. Wir wollen die Steuern senken, wir brauchen Stimulus, wir brauchen etwas, was die italienische Wirtschaft denn nach vorne bringt. Und die EU ist darüber offenkundig nicht so fürchterlich begeistert. Und wie Insider sagen, will man bald ein Defizit, ein Disziplinarverfahren gegen Italien einleiten. Das wäre mit einer Geldstrafe verbunden, so um und bei 3,5, 4 Milliarden Euro. Nicht so der ganz große Betrag, in Anführungszeichen, zumindest für einen Staat nicht. Aber es geht darum, dass die Fronten sich hier doch wieder deutlich verschärfen, nachdem eben die Lega Nord, die sogenannten Rechtspopulisten, sich bestätigt fühlen durch das Wahlergebnis und sich bestätigt fühlen in ihrem Kurs durch die italienische Bevölkerung. Und das kollidiert jetzt natürlich mit dem, was die EU eigentlich will. Somit würde dann also dieser alte Streit um Budgetobergrenzen, Verschuldungsobergrenzen komplett wieder neu aufbrechen. Dann haben wir in Österreich nicht eine Folge der Europawahl, aber immerhin dennoch politisches Wirrwarr im Gefolge des Strache-Videos ist Kurz jetzt enthoben worden oder hat das Misstrauensvotum verloren. Jetzt muss der Bundespräsident in Österreich die Regierung auflösen. Das ist also ein ziemliches Chaos. Aber vielleicht die wichtigste Nachricht heute betrifft wieder den Handelskrieg. Heute Morgen hat ja Trump, der derzeit in Japan weilt, gesagt, ja, die Zeit ist noch nicht reif für einen China-Deal. Die Chinesen würden sicherlich bereuen, dass sie die erste Runde vermasselt haben in den Verhandlungen, denn die zweite Runde, wenn sie denn kommt, die wird härtere Bedingungen für China bereithalten. Die Chinesen sehen das ein bisschen anders und schlagen jetzt ihrerseits zurück. Und das wollen wir uns mal anschauen. Nehme ich hier einen Artikel in der Global Times, der heißt China's new Cybersecurity Rule indicates possible retaliation against US. Also die neuen Cybersicherheitsvorschriften öffnen das Feld für Gegenmaßnahmen gegen die Amerikaner. Und das wollen wir uns mal genauer anschauen, was da eigentlich drinsteht in diesem Artikel. Das könnte oder das ist die Voraussetzung, um notwendige Aktionen gegen US-Firmen, US-Technologiefirmen zu starten, wenn ihre Produkte und Dienstleistungen praktisch eine Gefahr für die nationale Sicherheit Chinas darstellen. Und dann kommt noch der Satz, wenn die USA Reviews of Chinese Companies on the grounds of national security machen können, also wenn die sozusagen solche Maßnahmen wie gegen Huawei verhängen können aufgrund von angeblicher national security, nationaler Sicherheit, dann kann China das auch. Damit ist jetzt Tür und Tor geöffnet für Gegenmaßnahmen gegen amerikanische Firmen. Das heißt, wir haben eine weitere Eskalation des Handelskriegs. Jetzt muss man dazu auch noch wissen, es gibt eine Konferenz, die von den Amerikanern vorwiegend veranstaltet wird in Bahrain, eine ökonomische Konferenz, eine Wirtschaftskonferenz. Und China und Russland haben gemeinsam erklärt, dass man an dieser Konferenz nicht teilnehmen wird, dass man die also boykottieren wird. Man holt also jetzt auch die Russen noch mit an Bord und damit wird die ganze Geschichte immer weitere Kreise ziehend. Das ist der sozusagen jetzt der nächste Schritt. Jetzt wird es konkreter, was China vorhat. Es ist eine Attacke auf amerikanische Technologiefirmen in erster Linie, die es wohl sehr schwer haben werden, bald in China. Schauen wir uns das hier Geschehen an den Märkten an. Klar, es ist ruhiger heute. UK ist zu. Dadurch hatte der Aktienmarkt in London nicht auf das reagieren können, was gestern an Wahlergebnis ja hier durch die Ticker oder über die Ticker gekommen ist, mit einer Tory-Regierung, die jetzt noch 9% gerade mal erreicht hat. Wie kann da, selbst wenn Theresa May zurücktritt,
ein Tory-Abgeordneter, also ein Abgeordneter der Konservativen, das Ruder jetzt übernehmen, wenn seine Partei noch 9% hält. Das ist in etwa so, als würde man jetzt die FDP sozusagen mit der Kanzlerschaft beauftragen. Das geht irgendwie nicht. Das heißt, die ganze Brexit-Geschichte wird noch schwieriger. Dementsprechend ist jetzt doch einiges im Argen. Jetzt fliegen die Fetzen sozusagen. Schauen wir uns das Geschehen an. Es ist natürlich ruhiger, weil die Amerikaner fehlen. Wir sehen den DAX wenig bewegt. Der war heute Morgen mal über der 12.100er Marke in einem Anfall von Euphorie. Aber das hat nicht so wirklich gehalten, nachdem Trump eben dann auch gesagt hat, naja, die Zeit ist noch nicht reif und die Chinesen werden das bereuen, dass sie hier einen Rückzug gemacht haben. Schauen wir uns kurz die US-Märkte an auf Future-Basis. Futures ja bis 19 Uhr heute geöffnet, der S&P so leicht abperlen, 2827, der Dow Jones bei, nee, das ist nicht der Dow Jones, das ist der Dow Jones bei 25.632, stark angeschlagen, nach wie vor der Nasdaq, der sich nicht erholen kann, aktuell bei 7.300 Punkten. Aber wir haben den Euro und das ist interessant, denn der Euro hat eben jetzt durch diese Kabale zwischen der EU und Italien doch einen kleinen Rücksetzer erlitten. Klar, London ist zu heute. Praktisch der Haupthub für den Devisenhandel ist geschlossen. Dementsprechend können wir da vielleicht morgen stärkere Bewegungen erwarten. Wir sehen das britische Pfund weiter unter Druck. 1,2676 kann den Ausflug über die 1,27er Marke nicht bestätigen. Interessant auch, was beim Dollar-Yuan passiert. Und da sehen wir, dass der Yuan wieder stärker wird, respektive der Dollar schwächer wird. Nachdem Chinas Notenbank gesagt hat, jeder, der meint, man könnte den Yuan nach unten prügeln, jeder, der short ist auf den Yuan und hier Wetten eingeht, der wird dafür bestraft werden. Ziemlich direkte Drohung. China, Peking ist also nicht interessiert, jetzt den Yuan kurzfristig weiter abzuwerten. Das ist die klare Botschaft. Das war so ein bisschen auch einer der Gründe, warum die Märkte heute Vormittag noch einigermaßen gut auf der Brust waren. Was haben wir noch? Wir haben den Goldpreis, der sich wenig verändert, 1285. Und wir haben das amerikanische Crude Oil, das sich heute leicht erholen kann. Aber wie gesagt, es sind dünne Bewegungen. Gleichwohl passiert einiges, passiert eben innerhalb der EU nach der Wahl. Da fühlen sich diejenigen, die diese Wahl gewonnen haben, wie Salvini in Italien bestätigt. Und das verstärkt jetzt die Auseinandersetzungen mit der EU, die ohnehin ein Problem hat, weil eben die Dominanz, die absolute Mehrheit der Konservativen und der Sozialdemokraten, die faktisch das Regierungsbündnis der letzten Jahre gewesen ist in der EU, jetzt nicht mehr reicht, um die Dinge bestimmen zu können. Jetzt ist die Frage, wer wird neuer Kommissionspräsident? Morgen treffen sich hier die EU-Kreise und besprechen, wie man jetzt weiter vorgeht. Also hier ist etwas im Aufbruch. Es ist im Aufbruch das, was sozusagen mit China passiert im Handelskrieg. Da haben wir heute die erste Indikation, dass es jetzt ernst wird, dass China jetzt jenseits der Zölle eben direkt an amerikanische Firmen rangeht. Mal sehen, was morgen passiert. Heute war es an den Märkten ruhig, aber die Nachrichtenlage ist doch ein bisschen unruhig, möchte man sagen. Ich wünsche einen wunderschönen Feierabend und möchte nochmal auf das morgige Live-Webinar verweisen, das ich um 20 Uhr morgen halten werde. Da geht es um den Handelskrieg, die sich immer stärker abkühlende Weltwirtschaft und die Reaktion der Finanzmärkte. Würde mich freuen, wenn Sie da dabei sind. Ich packe den Link unter das Video und wünsche ansonsten einen schönen Feierabend. Bis morgen. Servus.